Hallo Leute, willkommen beim Pferdeparadies Felsbrunn, einem LS19 Let's Play. Dies ist Teil 25. Jo, und hier stehe ich immer noch in Bewunderung meines praktischen, kleinen, billigen Farmhauses. Und jetzt geht's aber an die Arbeit. Ich guck mal. Oh, der Mäher ist schon bald fertig. Das ist gut. Dann kann der schwadern. Und da hinten der Raps, der braucht noch Ewigkeiten, der ist ja noch nicht mal gelb. Womöglich wird das dann erst was für morgen oder so. Oder halt heute Nachmittag, Abend. Tja, dann sollte ich vielleicht einfach eine Runde reiten gehen. So. Oh, und ich muss natürlich noch die Wolle verkaufen. So, wie wär's denn mit uns zwei beiden? Hm? Jawohl, kommen wir da direkt rüber? Ja, weil Kismet sehr elegant über den Zaun klettern kann. So. Naja, später muss ich dann hier diese ganze Grasfülle noch von Hand abmähen und Ballen draus machen. Aber das lohnt sich ja. So. Ah, durchs volle Maisfeld reiten wir diesmal nicht. So. Ich meine, das hier wäre auch ein schönes Feld. Obwohl mir gefällt, dass auf der anderen Seite das an dieses, an diesen Teich grenzt, eigentlich noch besser. Das ist zwar an der Ecke, wo der Teich ist, so ein bisschen blöd, weil viele Geräte da dann immer in den Teich fahren. Vor allem, wenn man sie einem Helfer überlässt. Aber ansonsten mag ich das Feld ganz gern. Naja, momentan steht Feldkauf nicht an. Aber ich bin sehr zufrieden, dass der Farmhauskauf das Budget nicht so arg belastet hat. So, ich überlege, ob ich die Zeit schneller stellen soll, damit der Raps und so schneller reif wird. Ich glaube ja. Bleib mal kurz stehen. So. Also nicht so richtig doll schnell, aber ein bisschen schneller. Und ich brauche zwar auch noch sehr viel Zeit, um das Gras selber abzumähen. Aber das mache ich sowieso zwischen den Folgen. Was ist denn da für ein Hügel? Ah, das ist bestimmt Gras, das ich mal abgemäht habe. Und dann nicht einsammeln konnte, weil ich dieses Land nicht besitze. Ist aber ein ganz schön großer Hügel. Ich habe schon überlegt, ob man hier vielleicht ein Ferienhaus draufpacken kann. Also irgendwie so zwei, drei Bäume ab. Absägen, ein bisschen platt machen und dann so ein Ferienhaus hier hin. Weil man kann ja sonst mit der Gegend hier gar nicht so viel anfangen.
Also mit diesem Hügel. Und so ein kleines Ferienhaus wäre vielleicht ganz nett. Wobei ich glaube, diese wilden Hölzer, die kriegt man nicht so einfach weg. Vielleicht mit einer Stumpenfräse. Das sollte man vorher ausprobieren. Bevor man anfängt, hier groß weg zu roden und so. Ja. Da sollte ich mir mal eine Stumpenfräse mieten, um diese Stumpen da wegzumachen. Das wäre dann eine ganz nette Zusatzeinnahmequelle. Und irgendwie lustig, finde ich. So, jetzt reiten wir wieder nach Hause. Und ich denke mal, das ist auch durchaus realistisch, denn sehr viele Bauern haben mit Ferienhäusern oder Ferienwohnungen ein gewisses Zusatzeinkommen. Ups. So, schön stehen bleiben. Absteigen. Wo ist er jetzt? Bist du Kismet? Ja. Sehr gut. Wunderbar. Ups. Na, das war wohl nicht schnell genug. Immer noch nicht. Sonst klappt das doch immer gut. Jetzt hänge ich hier fest auf dem Zaun. Na gut, dann hüpfe ich da beim Futtertrog rüber. Jawohl, das hat geklappt. Okay. Ja, ich guck mal, wie weit der Meer ist. Ja, fast fertig. Okay, und was bringt die Wolle? Oh, ganz schön viel Lohn. Aber es lohnt sich. Wenn ich alles allein machen muss, dann... Jo, dann schaffe ich das ja. Hinten und vorne nicht. So, jetzt... Ich wollte gucken, was die Wolle zurzeit bringt. 1424. Ich glaube, der Preis ist eigentlich ganz okay. Ich weiß es nicht genau, weil ich noch nicht viel praktische Erfahrung habe mit Wolle verkaufen. Aber ich fahre die jetzt mal verkaufen. So. Gut. Jetzt wird die Schaufel abgehängt. Und stattdessen die Palettengabel drangehängt. Und solange ich da nur eine Palette habe, macht es ja auch Sinn, das hier so auf die ganz einfache Art und Weise zu machen. Ja, der Schirm steht jetzt hier natürlich so ein bisschen überflüssig, wenn die Bank weg ist. Aber das ist in Ordnung. So. Na, da müsste ich noch etwas senkrechter. Also hier so direkt. Ganz ordentlich. Und jetzt... Nee, du brauchst ihn nicht auf die Zehenspitze stellen. So, ja. Okay. Na, das klappt doch prima. So, da wäre jetzt natürlich auch ein Gewicht ganz gut für hinten dran.
glaube, ich besitze noch kein Gewicht. Da gucke ich mal kurz. Ich könnte ja auf dem Weg eins kaufen. Weil das müsste eigentlich möglich sein, mir das einfach dran zu hängen. Auch wenn ich gerade mit der Wolle unterwegs bin. Ja. Und... Ah, ein Schaf wollte ich noch kaufen. Oder mehrere Schafe. Damit das mal langsam ein lukrativeres Geschäft wird mit den Schafen. Okay, wir haben jetzt 56.000. Wie viel Schafe habe ich? Ich glaube, das kriege ich zu sehen. Ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube, dann kaufe ich 6, damit ich 15 habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. Und jetzt gucken wir hier mal. Das wird natürlich jetzt zu wenig Futter für die sein, ganz klar. Dann sollte ich, morgen mal für zusätzliche Nahrung für die sorgen. Heute eher nicht, weil der Preis für die Silage so gut ist. Ich könnte natürlich höchstens einen Heuballen einfach kaufen. Gucken, was kostet so ein Heuballen nochmal? Hier. Ballenheu 650. Das sind 4000 Liter. Das sind dann 170. Ja, da mache ich unterm Strich dann noch ein gutes Geschäft. Also, weil ich für die Silage etwa doppelt so viel kriege. Ja, mal gucken, wenn ich auf dem Rückweg noch Lust habe, einen Ballenheu mitzubringen. Ah, und jetzt... Er ist fertig. Das hatte ich gehofft. So... Dann kann der nämlich gleich mit dem Schwader anfangen. Und wo stelle ich den jetzt hin? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Ah, das Mähwerk, das passt eigentlich noch prima neben mein Haus. Wie schön, dass das Haus so klein ist. Und es reicht ja völlig. Ich meine, wenn ich mir das so angucke und vorstelle, für eine alleinstehende Landwirtin ist das so für den Anfang ganz wunderbar ausreichend. Und auf jeden Fall besser als auf der Bank schlafen. Und es gibt ja auch so ein Zelt und einen Wohnwagen gibt's. Der sieht halbwegs gut aus. Und dann gibt's so einen Trailer mit einem Loch im Dach. Den finde ich nicht so schön. Ja, und dieses Häuschen finde ich eigentlich ganz hübsch, weil das hat so was von einem Häuschen halt. Es ist ein richtiges Häuschen, wenn auch klein und bescheiden. So. Aber weil mir das halt gut gefallen hat und das auch so ein Set aus mehreren Gebäuden ist, das steht in Ravenport bei dem Leuchtturm. Da stehen die. Und gleich als ich das sah, dachte ich, oh, das würde mir gefallen als Farmhaus.
Und dann kam ich auch noch auf die Idee mit den Ferienhäusern. So. Ja. Dann mach dich mal schön an die Arbeit. Ich fahre in der Zwischenzeit Wolle verkaufen. Ah, das sind jetzt 1000 Liter. Das ist ja nicht sehr viel. Aber immerhin, das ist schon mal ein Anfang. Ich glaube, das ist das erste Geld, was von dem Schafen kommt. So, hier mache ich mal einen Halt. Und kaufe einen Quaderballen Heu. So, den hole ich dann später ab. Und ich kaufe ein Gewicht. Ich glaube, ich nehme mal so ein 1000 Kilo Gewicht, also 1100 tut's auch. So. Ich hoffe, der John Deere kann das benutzen. Weil hier gibt es auch ein extra John Deere Gewicht. Ich meine, dieses hier könnte auch der Valtra benutzen. Beim John Deere Gewicht weiß ich das nicht so genau. Den John Deere Frontlader kann nur ein John Deere Trecker benutzen. Tja. Ich denke mal hier diesen hier. Das kann auf jeden Fall hinten angebracht werden. Ich brauche es ja häufiger für hinten als für vorne. Als Hauptfarbe nehmen wir hier mal John Deere Gelb, damit ich es deutlich sehe. Also wenn es irgendwie rumliegt oder so, dass ich es schneller wiederfinde. So. So. Ja, so klappt das. Das ist gut. Und jetzt gucke ich mal, die Spinnerei, die ist, glaube ich, in der Nähe vom Hafen. Ja, da war ich auch schon öfter. Okay. Oh, die ist ganz schön weit weg vom Hafen. Die ist in so einem ganz anderen Viertel eigentlich. Ups. So ein bisschen schwankt er immer noch rum. Aber ich bilde mir jetzt mal ein, dass die Straßenlage besser geworden ist. So. Und ich sollte unbedingt einen Screenshot von der Wolle machen, bevor ich bei der Spinnerei bin. Wo genau ist die jetzt? Was machst du denn? Nein! Es biegt ja einfach ab. Nun gut. Er hat geblinkt, glaube ich. So. Bin ich hier ganz verwirrt. Ich bin dran vorbeigefahren. Ja, also sie wäre doch da gewesen. Da sollte ich vielleicht das nächste Mal wieder das grüne Licht anmachen.
So. Und kann ich von hier aus einen Screenshot machen? Denn wenn ich erstmal auf dem Trigger bin, verschwindet die Wolle vielleicht einfach so von selber. Aber vielleicht muss ich sie auch auf den Boden stellen. Nee, sie verschwindet von selber. 1404. Ja, gut. Kleinvieh macht auch Mist. Und irgendwann kaufe ich mir mal so einen flachen Hänger, wo man dann die Paletten, mehrere davon drauf tun kann. So. Denn wenn wir viele Schafe haben, dann gibt es natürlich auch mehr Wolle. So, jetzt sollte ich nicht den Heuballen vergessen. Wo ich ihn doch schon gekauft habe. So. Okay. Ah, das ist zwar jetzt einfach schief, aber ich denke mal, das passt schon. Ah, ich habe gar nicht reingepiekst. Nee, dann sollte ich ihn nochmal runterlassen. Da sollte ich schon reinpieksen. Nee, so wird das nichts. Ja. Und jetzt machen wir das ein bisschen höher. Wir kommen so von der Schräge. Na, noch mehr. Was ich mich anstelle hier, um nur einen kleinen Heuballen aufzupieksen. So, noch ein bisschen höher. Okay. So, jetzt aber. Ups. Kriegt man ja den Drehschwindel. Und ich glaube, es müsste reichen, das hier bei denen auf dem Boden zu legen. Mal gucken. So. Jawohl, schon verschwunden. Super gut. Dann leg ich die Gabel mal wieder hier hinter die Garage. Ich sag immer Garage, obwohl das ja eigentlich die Werkstatt ist. So, da könnte ich dann eigentlich auch die Schaufel hin tun, künftig. So. So. Hm. Piekt sich da rein in meine Werkstatt? Im Ernst? Ja. Also. So. Abkoppeln. Und ich lasse die Schaufel da erstmal liegen.
Und pack aber auch den Frontlader hier hin. So. Vielleicht soll ich ein bisschen Platz fürs Gewicht lassen. Tja. Alles wäre, glaube ich, ein bisschen eingequetscht. Besser dort, wo der Sonnenschirm steht. Vielleicht verkaufe ich den Sonnenschirm doch. Da vorne habe ich jetzt ja einen anderen. Der ist zwar nicht so hübsch bunt. So. Da. Mein schöner Sonnenschirm. So, jetzt ist da aber Platz für das Gewicht. So. Okay. Na, wunderbar. Stotter, stotter. Okay, und jetzt gucke ich hier mal, wie es den Schafen so geht. Also rein statistisch gesehen. So. Na, das ist doch gut. Das Heu, das sieht jetzt wieder richtig üppig aus. Ja, da kommen die jetzt ein paar Tage mit hin. Wasser ist orange, das müsste ihnen aber auch noch ein paar Tage reichen. Da muss ich jetzt nicht unbedingt was tun. Ja, außer ich habe gerade Langeweile so ungefähr. Ja, die Pferde könnten auch ein bisschen Wasser gebrauchen. Und vielleicht verteile ich einfach mal ein bisschen Wasser. So. So. Ja, das ist noch voll, das ist sehr gut. Da freut man sich dann, wenn man mal eben so ein bisschen Wasser verteilen will, dass man bei letzter Gelegenheit das dann frisch aufgefüllt hat. So. So. Na, und ich bin gespannt, wie schnell diese 15 Schafe jetzt produzieren. Das müsste ja schon spürbar schneller gehen als mit den bisherigen paar Schafen. So. Sehr gut. Und ich gucke mal, wie viel in diesen kleinen Schafstall überhaupt reinpassen. Das habe ich nämlich vergessen. So, Pferdestall, Schweinestall, Schafweide. 80. Okay, wir haben jetzt 15. Das heißt, das lässt sich noch sehr steigern. Das ist gut. Das heißt, ich kann dann immer, wenn ich ein bisschen Geld habe, einfach ein paar Schafe dazu kaufen. Das braucht nicht mehr Platz, das braucht dann nur ein bisschen mehr Futter.
Gut, und naja, immerhin kriegen sie jetzt alle 3 Tage, knapp alle 3 Tage ein neues Schaf. Ich denke mal, wenn ich da mal 70 habe oder 60 Schafe, dann kriege ich da auch häufiger neue Schafe. Dann kommt jeden Tag 1 bis 2 dazu. Und es wird aber wohl kein großes Geschäft, die Schafzucht. Das mit der Wolle ist wohl gewinnträchtiger. Oioio, guck mal da hinten, was da passiert ist. Da steht er, fertig mit der Arbeit, rührt sich nicht mehr vom Fleck. Du bist mir ein Schelm. So. Okay, den Rest werde ich wohl direkt beim Mähen in Ballen verwandeln. Es sieht eigentlich für mich so aus, als wäre hier doch Fruchtzerstörung. Nee, da ist schon gemäht worden. Beim Wenden wurde hier gemäht. Das ist aber okay. Haupt gemäht ist gemäht. So, da fahren wir jetzt mal kurz beim Kärcher vorbei. Ah, nee, das geht ja viel besser. Ich meine, ich war jetzt schon. Oh, was mache ich denn? Was mache ich denn? Stopp, stopp, stopp. Geht das wieder? Hm, toll. Jetzt war ich schon fast da beim Kärcher. Aber ich finde es so praktisch, wenn man das einparkt und dann das Eingeparkte noch säubern kann. Und ich glaube, das geht für die Parkplätze hier. So. Okay. So. Ja, das geht noch. Das ist doch praktisch. So, der ist auch gleich sauber. Ich glaube, bis zum John Deere reicht es nicht. Doch. Oh, wow. Das ist gut. So, dann kann ich mit schönen Geräten in die nächste Arbeitsrunde starten. Was sagt der hier? Der ist auch schon wieder ein bisschen dreckig. So. Na, wenn wir schon dabei sind. Nee, bis zu dem Meer geht das bestimmt nicht. Aber das kann man ja mal ausprobieren. Ah ja, du kannst dich nicht weiter vom Hochdruckreiniger entfernen. Okay, alles klar. Das wäre auch erstaunlich gewesen. So, was habe ich jetzt gemacht? Ach, ich bin gleich in den Trecker gestiegen. Okay, auch recht. Ja, was werde ich jetzt tun als Hausaufgaben? Ich werde jetzt erstmal Ballen pressen aus dem abgemähten Gras und dann werde ich noch um die Felder rumturnen mit dem Mäher und der Ballenpresse und werde Ballen verkaufen und pressen wie eine Gestörte und hoffentlich sehr viel Geld damit verdienen. Und dann sind hoffentlich auch bald die Felder reif, die dann geerntet werden. Ich denke mal, das ist für euch nicht so spannend, wenn ich dann den Mähdrescher anwerfe und so. Könnt ihr mir ja schreiben, ob ihr gerne das tägliche Ernten der immer gleichen Felder sehen wollt oder ob ich das besser als Hausaufgaben mache. Ich denke mal, ich werde das jetzt erstmal als Hausaufgaben machen und wenn nichts Neues, Interessantes dazukommt, dann sehen wir uns einfach am neuen Tag in Felsbrunn wieder. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen
und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!